Bada boom, bada bang, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Das lag daran, dass ich auf einer Abi-Feier war. Da bin ich irgendwie krank geworden. Deswegen kommen auch morgen zwei Videos. Ich hoffe, dass es eine kleine Wiedergutmachung ist. Aber kommen wir zum Video. Es gibt auf der Welt ganz viele Verschwörungstheorien. Manche sind interessant, manche sind sogar ziemlich glaubwürdig. Manche sind aber auch einfach nur dumm und wo man sich einfach denkt, ganz ehrlich, hast du nichts Besseres in deiner Zeit zu tun, als dir so eine Scheiße auszudenken. Und genau um sowas geht es heute. Nämlich um fünf wirklich dumme und total absurde Verschwörungstheorien, die ich im Internet gefunden habe. Viel Spaß. Reptiloiden. Eine Verschwörungstheorie besagt, dass unter uns außerirdische Echsenwesen leben, die durch das Trinken von Menschenblut eine menschliche Gestalt annehmen können. Da könnte man natürlich meinen, dass da nur irgendwelche Hinterwälter dran glauben, aber falsch. Sogar berühmte Leute glauben daran. So behauptet Christine Fitzgerald, eine Freundin von der Prinzessin von Wales, dass die Prinzessin ihr im Vertrauen erzählt habe, dass die britischen Adlige solche Reptiloiden sein sollen. Viele sind der Überzeugung, dass weltweit und vor allem in den USA die Top-Politiker Reptiloide sind. KFC macht schwarze Männer impotent. Diese Theorie ist so schwachsinnig, dass ich mich echt frage, was mit den Erfindern dieser Theorie falsch gelaufen ist. Die Theorie besagt, dass KFC dem Ku Klux Klan gehört und die Hühner mit einer Droge behandelt werden, die schwarze, ja nur schwarze, Männer impotent machen soll. Dumm nur, dass KFC einem Schwarzen gehört. Adolf Hitler ist im ewigen Eis begraben. Verschwörungstheoretiker glauben, dass Hitler nach seinem Tod mit einem Nazi-U-Boot zu einem geheimen Bunker in der Antarktis gebracht wurde. Dort sollen von ihm Klone angefertigt werden. Selbst wenn diese absurde Theorie stimmen sollte, scheint es nicht besonders gut geklappt zu haben. Immerhin ist er 1945 gestorben und bis jetzt habe ich noch nichts von einem Hitler-Klon gehört. Andere Hitler-Verschwörungstheorien sagen, dass er auf dem Mond lebt, nie gestorben ist oder durch die Zeit gereist ist und in wenigen Jahren in der Zukunft wieder auftauchen wird. Klingt logisch. Die Windings-Schrift von Microsoft soll antisemitisch sein. Windings ist eine Schriftart, die beispielsweise Microsoft Office verwendet. Anstatt Buchstaben oder Zahlen besteht die Schrift aus seltsamen Zeichen. Wenn man jetzt die Buchstaben NYC für New York City eingibt, erhält man einen toten Kopf, einen Davidstern und einen Daumen hoch. Den dürft ihr übrigens gerne dem Video geben. Jedenfalls sehen manche Leute darin die Botschaft, dass die Juden, die in New York City wohnen, ausgelöscht werden sollen. Selbstverständlich streitet Microsoft das ab. Und die Nummer 1, Dinosaurier haben die Pyramiden gebaut. Ein Lehrer aus Malta schuf die Verschwörungstheorie, dass Menschen und Dinosaurier zusammengelebt und gemeinsam die Pyramiden errichtet haben. Eine Begründung, warum Dinos den Menschen helfen sollten und wie das bitte funktionieren soll, ich meine, sie haben ja nur Klauen, hat er zwar nicht, aber dafür muss man auch sagen, dass dieser Mann auch der Überzeugung ist, dass die Welt erst 6000 Jahre alt ist. War ja irgendwie zu erwarten. Also Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Verschwörungstheorie ihr am besten fandet. Vielleicht gibt es ja sogar die eine oder andere Theorie, die ihr für möglich haltet. Teilt das Video auf Facebook und wo auch immer ihr wollt, wenn es euch gefallen hat. Morgen kommen zwei Videos, um 14 und um 18 Uhr, und bis dahin könnt ihr euch noch gerne auf dem Kanal umsehen. Bis morgen.